Hallo zusammen, wir sind heute auf einem ganz, ganz wunderbaren Punkt, nämlich auf einer Dachterrasse in Chelsea und haben hier eine super Aussicht und vor allen Dingen auch ein super Wetter, was uns gerade etwas quält, weil wenn man sozusagen ohne Brille da reinguckt, dann ist das relativ anstrengend und deshalb setzen wir jetzt einfach mal unsere Sonnenbrillen auf, wie die Blue Sisters, um damit sozusagen etwas besser zurechtzukommen. Überhaupt nicht choreografiert oder so? Nee, gar nicht. Und wir gucken jetzt auch mal, wo wir sind, weil das ist nämlich wirklich sehr, sehr cool. Schaut mal, das ist die Skyline von Manhattan, von New York. Wir gucken quasi jetzt auf die Südspitze der Stadt. Das ist unfassbar, das größte Gebäude, was ihr seht, ist tatsächlich der neue World Trade Center. Das ist One World Trade. Das ist also jetzt mittlerweile das größte Gebäude New Yorks. Miriam, zeigt es euch da, die Spitze. Da, das ist das. Dahinter liegt der wunderschöne Hudson River, der einmal um den der Stadt herum fließt, alles wunderschön. Jetzt schalten wir mal zurück. Und erzählen vielleicht noch mal einmal kurz, warum wir hier sind. Nicht, weil die Sonne so schön scheint, obwohl das auch toll ist, sondern weil wir eine Tour machen mit einer ganzen Delegation von Unternehmerinnen und Unternehmern, Aufsichtsräten und Vorständen deutscher Unternehmen, wo wir uns angucken wollen, was eigentlich im Bereich Industrie 4.0, Robotics und vor allen Dingen auch künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, eigentlich passiert in den USA. Und statt immer an die Westküste zu fahren, wie das ja die meisten machen, und es ist sicher auch interessant, haben wir gedacht, wir gucken an die Ostküste, weil tatsächlich in New York und in Boston sehr, sehr viel passiert, sich sehr viel entwickelt im Moment. Und wir da gerne mal schauen wollten, wohin diese Reise geht und das Ganze eben auch ein bisschen abgleichen wollen mit dem, was in Deutschland passiert, in den Feldern, um zu gucken, wie geht es denn da voran. Und da haben wir jetzt gestern Abend begonnen beim ersten Meeting und waren bei WeWork. Bei WeWork. WeWork ist mittlerweile auch in wahnsinnig vielen Ländern der Welt vertreten. Da kann man sich eine ganz schöne Visualisierung auch anschauen, wie schnell die gewachsen sind in den letzten, ich glaube, 4 oder 5 Jahren. 2013, glaube ich, hat es angefangen. Ja. Mittlerweile in wirklich dutzenden Ländern vertreten mit unfassbar viel Bürofläche. WeWork bietet nicht nur an, dass also verschiedene Firmen sich in ihre sehr, sehr modernen Büros verpflanzen können und dort dann ihr Geschäft in verschiedensten Städten auf der ganzen Welt erledigen können, sondern bietet auch eine ganz besondere IT-Struktur dafür an. Nur mal so als Beispiel, das haben wir gestern alles live erleben dürfen. Es gibt beispielsweise eine Variante, sich per Mobiltelefon dann in das Büro einzuloggen. Vergesst also jegliche Keycards, vergesst eure Schlüssel etc. Alles mit dem Smartphone. Das heißt also, man loggt sich in jede Tür ein, in die man dann auch eigentlich gehen darf. Es gibt also verschiedene Access-Levels etc. Alles quasi digitalisiert. Man kann sich auch an die Schreibtische einloggen per Smartphone. Man legt also lediglich sein Smartphone auf einen Wi-Fi-Receiver und man wird sofort erkannt. Der Schreibtisch wird auch sofort dann angepasst an die richtige Höhe. Die Lampe geht an, wenn man es möchte. Es ist unfassbar. Es ist alles digital. Alles es ist Tech. Ne? Es ist eine Software-Company eigentlich, ja. Obwohl man glaubt, auf den ersten Blick natürlich, es geht um Real Estate sozusagen. Real Estate, Immobilien. Also Immobilienmanagement, und das ist gar nicht mehr der Fall. Das hat natürlich damit zu tun, aber das ist so das Interessante. Der Satz von Marc Andreessen, every company will be a software company, ist in dem Fall so deutlich, wenn man hinter die Kulisse von Real Estate, von den Immobilien guckt, das war schon total spannend. Und die Erfolgsgeschichte ist ja Wahnsinn. Ne? Also die sind jetzt bei einer 21 Milliarden Kapitalisierung. Gerade hat Softbank sich mit ein paar Milliarden beteiligt. Also das Ding geht ab wie Schmitz Katze und zeigt eben, wie die Hinterlegung von künstlicher Intelligenz hinter alle möglichen Wirtschaftsprozesse und Wirtschaftssegmente wirklich nochmal so einen richtigen Boost gibt und alles verändert. Ja, das war gestern Abend. Heute Morgen haben wir relativ früh dann losgelegt und haben uns weiter angeguckt, was im Bereich Industrie 4.0 hier so passiert und waren bei einer Startup-Company namens Augury, die im Grunde genommen dem Slogan folgen, Machines talk and we are listening, was ich paradigmatisch ganz interessant finde, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, worüber wir in Zukunft reden. Die Maschinen sprechen und sprechen sich ab, was jetzt demnächst läuft, und wir gucken nur noch zu und sagen, Mensch, super, was die für uns machen, und das ist ja alles ganz toll, weil es ist sehr convenient, personalized und targeted,
Aber so richtig mitreden können wir dabei nicht. Ne? Aber in diesem Fall soll es ja Gott sei Dank doch noch ums Mitreden gehen, weil Augury hauptsächlich Predictive Maintenance macht. Das heißt also, die versuchen zu verstehen, wann, wo Fehler, entweder wirklich physische Fehler in den Maschinen vorkommen, also beispielsweise ist was kaputt gegangen, oder eben ein Fehlverhalten, ein falscher Workflow bevorsteht. Das versuchen die also prädiktiv vorauszusagen, damit dann die Menschen natürlich eingreifen können. Das funktioniert über verschiedenste Sensoren, die also an den Maschinen festgemacht sind und dann also über natürlich kilometerweit und über die Cloud etc. den Menschen das Signal geben können, hier muss aufgepasst werden. Also Predictive Maintenance, ganz spannend, Augury Systems in New York. Und das Interessante ist, Augury kommt ja, habe ich kurz mal nachgeschlagen, von Auguren. Und Auguren oder Auguries sind im Grunde genommen Omen, ja, oder Prophezeiungen. Mhm. Und wenn wir das jetzt nochmal sozusagen ein bisschen metamäßig interpretieren, dann ist das sozusagen die Prophezeiung für die Zukunft, dass die Maschine alles analysieren kann und mit hinterlegter AI, also künstlicher Intelligenz, in der Lage ist, dann die Laufmöglichkeiten und die Performance so zu optimieren, dass das eben viel besser ist. Im Falle von Augury kommt es ja auch darauf hin, oder läuft es darauf hinaus, dass tatsächlich man viel Geld sparen kann. Weil wenn, weiß ich nicht, eine Pumpe oder ein Kühlaggregat falsch läuft oder auch ein Rotor oder so und dann läuft das über Monate falsch, dann ist nachher die ganze Maschine kaputt. Wenn man es frühzeitig identifizieren kann durch diese mobilen Sensoren, die die eben zur Verfügung stellen, um sie an die Maschinen anzuflanschen, dann kann man es früh reparieren und der Riesenschaden bleibt aus. Das ist im Grunde genommen das Prinzip. Ellen sagt gerade, das ist aber keine schöne Vorstellung. Gut, vielleicht war das jetzt noch auf die Idee bezogen, dass wir also nur noch den Maschinen zuhören, nehme ich jetzt mal an. Wo es aber eventuell positive Effekte auch noch haben kann, die künstliche Intelligenz, die uns also dann unterstützen soll, ist beispielsweise in der Bild- und Videoerkennung. Da waren wir nämlich direkt danach bei Clarify, also Clarif AI, fand ich ein ganz schönes Wortspiel gleich. Der Marke Clarify sitzt auch hier in New York und hat sich quasi den Bilderkennungsalgorithmus genommen und ihn so perfektioniert, dass sie jetzt also in sämtlichen Sektoren die Bild- und Videoerkennung quasi vorantreiben. Mal ein Beispiel, wo das sehr, sehr hilfreich sein kann. Für Ärzte haben sie es geschafft, die Diagnose von Ohrinfektionen beispielsweise zu 99% per Bild abzufertigen. Das heißt also, man kann lediglich ein Bild ins Smartphone hochladen. Das funktioniert übrigens auch alles offline mittlerweile. Die haben eine Smartphone-Applikation für die Ärzte. Man kann also dieses Bild hochladen und dann vom Algorithmus erkennen lassen, ob nun da eine Infektion vorliegt, welche Infektion, und natürlich dann auch Empfehlungen bekommen, wie behandelt werden soll. Das ist natürlich vor allem in Kontexten, wo man eventuell gar nicht so viel Technik oder vielleicht auch gar nicht so viele ärztliche Ressourcen hat, ist das natürlich echt eventuell ein richtiger Lifesaver. Also die sind damit auch in verschiedenste Regionen in Afrika gegangen beispielsweise und haben dort geholfen zu diagnostizieren. Das ist natürlich echt spannend. Also wir haben schon mehrere praktische Anwendungen von AI, von verschiedensten KI-unterstützten Systemen gesehen. Sehr, sehr spannend. Wir haben auch mit Google darüber diskutiert, wo die KI-Reise hingeht. Da gibt es ja mittlerweile verschiedenste Core-Products, also Kernprodukte, die die mit KI schon ausgestattet haben, wo mitunter natürlich die künstliche Intelligenz sowieso der Kern des Produktes auch ist. Aber die Erkennung auch da, ne? Google Home genau. Natürlich auch, also die Sprachassistenten sind natürlich darauf angewiesen, dass das wirklich läuft. Translation wird immer zunehmen, auch sozusagen, dass wir stärker mit unseren Geräten sprechen, anstatt irgendwas einzutippen ins Smartphone oder ins Laptop. Und da ist hinterlegte AI natürlich dazu da, dass tatsächlich die Resultate auch immer besser werden. Und auch ein Thema, was im Moment ja sehr aktuell ist, die ganze Content Moderation, also die Frage, wie kann man erkennen, ob beispielsweise in Bildern oder in Videos irgendwelche Inhalte drin sind, Kinderpornografie, Gewalt, alles, was man sich vorstellen kann, Hate Speech, was man eben vermeiden möchte. Auch da haben wir bei Clarify zum Beispiel gelernt, dass das natürlich enorm ist, wie sich dadurch sozusagen die Kontrolle dieser Inhalte verbessern kann. Wenn ein Mensch, weiß ich nicht, 300 Bilder pro Tag in Ruhe angucken und auch vertaggen kann, dann kann AI hinterlegte Software da eben 5000 pro Tag schaffen. Und das heißt, es gibt also eine viel höhere Reichweite, was man dann in dem Bereich machen kann. Ja, das wäre so für heute, glaube ich, mal genau. Eine Kurzversion unseres bisherigen Tages. Hier ist ja noch Nachmittag, früher Nachmittag, und wir haben noch ein bisschen was vor uns und die Gruppe wartet auf uns. Die wollen wir auch nicht warten lassen. Ne? Die wollen wir nicht warten lassen. Wir wollen euch aber auch nicht warten lassen auf das Thema Singularity. Wir haben nämlich eigentlich ja angesagt, dass wir darüber auch noch sprechen. Dass wir das heute nicht geschafft haben, machen wir das auf jeden Fall in einem... Morgen.
oder direkt morgen, ich würde jetzt sogar sagen, in einer dieser Streamteam-Folgen. Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns mal sagt, was ihr davon haltet, diese Idee. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Google it, Singularity. Werden uns die Maschinen eigentlich irgendwann überholen und werden wir eigentlich vor allem irgendwann mal mit denen verschmelzen? Wird es also gar nicht mehr um die Duality gehen, Mensch und Maschine, sondern wird es irgendwann eine Singularity geben? Darüber werden wir gerne mit euch diskutieren. Genau. Miriam hat dazu so die eine oder andere Meinung, wie man sich das vorstellen kann. Ich habe nur eine Meinung dazu, aber vielleicht hast du eine andere. Das wäre ja super. Das wäre doch mal was. Ja, Mensch, okay. Wir vertreten jetzt hier mal zwei starke Meinungen, diskutieren das gerne auch mit euch. Sollen wir noch einmal uns umdrehen? Komm, einmal noch. Ist. Wir drehen uns nochmal echt um. Wir drehen die Kamera nochmal um. Ne? Also, mal mit einem schönen Blick bis morgen und wir kündigen an, was wir dann wieder dabei sind. Tschüss.